Weißt, die erste Tagesschau der Woche freut mich, dass wir heute Abend dabei sind. Bei mir der zweiterfolgreichste Skiabfahrer von allen Zeiten. Und man kann es heute fast nicht mehr glauben, es ist ein Schweizer. Sein Name ist Peter Müller. Danke, dass du kommst. Wir reden natürlich über das aktuelle Geschehen. Zuerst einmal, wer bist du? Ja, du hast schon gesagt, wie ich heiße. Und ja, ein Zürcher. Mhm. Und seit 20 Jahren im Zuckerland zuhause. Mhm. Und ja, ich bin Spitzensportler, ich als meine Leidenschaft ausgeübt während 17 Jahre im Allgäu. Und nachher verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm, die einen besser, die anderen weniger gut. Ja, das ist wie bei dir auch, oder? Mhm, aber sag mal, vom Typ her hast du dich selber als Krampfer bezeichnet und findest es eigentlich auch gut. Aber sind Krampfer nicht immer auch ein bisschen verkrampft? Nein, ich bin nicht nur ein Krampfer, ich bin ein Gambler. Also ich muss schon irgendein Ziel sehen, dass ich krampfe oder dass ich Vollgas gebe. Das ist ja klar, aber hättest du gerne wollen, sagen wir, die Leichtigkeit, die Eleganz, den Charme von einem Birmin Zurbrücken ähnlich als das, was du signalisiert hast? Ja, du, ich bin eigentlich ein kleines Wasser reingeworfen worden, weil es ist relativ schwierig als Unterländer. Und wenn du nicht akzeptiert bist nachher als Sportler, dann musst du dir ein bisschen Haut um dich aufbauen. Das hast du wahrscheinlich auch müssen, am Anfang deiner Zeit. Und dann hast du halt ein harte Schalen und einen weichen Kern. Und den Kern lässt nicht an viele Leute an. Also, gut, aber das ist so ein bisschen, was soll ich sagen, deine Geschichte. Ich als Unterländer. Ich von Adliswil, die haben mich nicht mögen. Aber das stimmt doch gar nicht. Da haben wir doch den Urs Lehmann, der kommt von Rudolfstetten. Und der ist ein Sunnyboy. Hast du nicht gedacht, vielleicht liegt es an dir und nicht nur an Adliswil? Das ist sicher nicht eine direkte Art. Und, wobei ich finde das ehrlicher, als wenn man irgendwie, wenn ich sage, los Roger, bist der Schönste und der Beste. Und hinten muss man sagen, nein, zum Roger gehe ich jetzt nicht. Mhm. Du hast ja gesagt, die Schweizer sagen im Moment Exoten. Du hast also alle Schimpfwörter, die man sich vorstellen kann, hast du gesagt. Halt. Aber Exoten halt. Ist also schon ein bisschen hart. Das habe ich nie gesagt. Ja. Ich weiß nicht, von wo dass du das hast. Ich habe nicht gesagt, das stimmt jetzt hingegen wieder nicht. Aber du weißt, die Zeitungen sind jeden Tag weiss und die müssen gefüllt werden. Unter anderem von dir? Ja, du bist jetzt auch Kolumnist geworden, erstaunlicherweise. Du, ich bin das nicht geworden. Die Kolumne gibt es seit 10 Jahren und die ist eigentlich recht beliebt, sagen mir jedenfalls die von der Basler Zeitung und auch die Leute, die dort unten wohnen. Und von dem her ist das noch nicht das Hobby von mir. Aber Exoten, ist das überhaupt noch Schimpfwort? Es gewinnen ja jetzt Leute Medaillen, vor allem mit den Franzosen, die gar nicht im Aufgebot waren, die verletzt waren, die nie etwas gemacht haben. Kann heute eigentlich jeder gewinnen? Es drückt schon. Also, ich glaube, du bist noch nie irgendwie an einer Abfahrt oben am Start gestanden, sonst würdest du nicht so dumm reden. Nein, wieso? Nein, aber ich meine, zum Beispiel der, der die Silbermedaille geholt hat, für den Herren, oder? Im Super-G, oder? Der ist eigentlich nur ins Aufgebot gerutscht, weil vorne einer verletzt war. Ja gut, aber das ist bei den Franzosen immerhin noch der 5-beste Mann. Die Franzosen haben schon immer eine starke Mannschaft gehabt und sind jetzt stärker geworden. Haben ein paar, die dort der Karre schreisen, einen guten Trainer, der neue Strukturen geleitet hat. Und auch in der Trainerausbildung und von jung auf werden die sehr stark gefördert in den letzten 5 Jahren. Und das sind jetzt die ersten Früchte. Du hast ja ein Erfolgsrezept für dich. Hast du auch auf andere übertragen? Du bist ja mal Trainer geworden von der Schweizer Dame. Hast du sie so als junge Pflänzli angeschaut? Das hat, glaube ich, wie lange gehalten? Etwa 3 Monate. Und dann haben sie dich also nicht mehr können. Also da würde ich schon sagen, ich bin eigentlich nur gescheitert wegen einer Fahrerin. Und das wissen wir, ist tragisch. Die lebt nicht mehr unter uns. Und ich wollte darauf nicht näher eingehen. Ich hatte null Unterstützung vom Swisski. Es hat einen neuen Präsidenten. Und der ist halt, dann ist man halt relativ schnell nicht mehr. Aber das hast du in deinem Leben auch schon ein paar Mal erlebt. Oder? Okay, aber das hat weh, weil du hast ja eben dort Erfolg gehabt. So wie du Erfolg hast, dann schauen wir doch mal an, wie du auf andere gewirkt hast. Ich glaube, den Mann kennst du, dass du da Karl Fresner. Was dir die Leute gereizt hat, bis aufs Blut, auch mich, der Müller hat die Leute in den Wahnsinn getrieben. Und ein anderes Zitat, wenn du 20 Jahre Müller überlebt hast, ist das Leben nicht mehr so schwer. Sag mal, Peter. Gut, wie gesagt, es werden natürlich viele Sprüche gemacht. Und der Kari Fresner war ein Leben-Cheftrainer, sehr erfolgreich. Und er hat in letzter Zeit, ich habe ihn auch ein paar Mal wieder gesehen, es ist lustig am Stammtisch, aber er tut schon gewisse Sachen auch übertrieben. Aber stört dich das, wenn er das so sagt? Also trifft dich das? Also sagst du, was der erzählt und so, ist ja blöd. Wie gesagt, man kann diskutieren über Karl Fresner seine Methode. Ich hätte natürlich gerne, wenn ich ihn als persönlicher Trainer hatte, aber er hat mich müssen
abdrucken und zum die anderen lupfen. Ah, jetzt kommen wir auf das noch. Jetzt müssen wir zuerst noch vielleicht aber noch schauen. Der Müller. Der Müller, der, wenn man das anschaut, und du zeigst dich auch so gern, hat das Gefühl, du spürst dich nur, wenn du Schmerzen hast. Du willst die Schmerzen, du willst schweissen, du willst dich quälen, sonst spürst du dich gar nicht richtig. Ja, Roger, wenn du etwas zum Spitzensport gewinnen willst, oder wenn du eine Olympiamedaille machen, dann musst du mich beißen. Und sonst hast du wirklich den Job, sonst musst du Journalist sein, oder? Aber du machst es ja heute noch. Du bist ja im Bike-OL, suchst immer neue Sportarten, wie auch der Lance Armstrong. Du willst immer in deiner Alterskategorie der Beste sein. Also etwas anderes als immer in allem der Beste sein, ja, gibt es gar nicht. Ich habe dich gesehen im Marathon in New York. Du hast ausgesehen wie die grösste Leiche und hast dich gleich ins Ziel geschleppt. Das stimmt ja nicht. Mal, das stimmt. Zweitens habe ich 33 gemacht und das ist mit 52 Jahren nicht einmal so schlecht gewesen. Aber sag mal, hast du beim Lance, also ich habe auch noch vielleicht eine andere Aktivität als die Sportler, das stimmt bei mir nicht ganz so im Vordergrund. Viermal New York ist nicht schlecht gewesen. Aber hast du Sympathie für den Lance Armstrong, der jetzt alles macht, um wieder können, wie du irgendwelche Sportarten machen, die er brillieren kann? Also erstens kenne ich den Lance Armstrong nicht persönlich. Mhm. Zweitens ist es relativ schwierig, dort ein Urteil zu bilden, weil es ist wahrscheinlich nicht nur der Lance Armstrong hat sich präpariert in dieser Zeit. Das sind wahrscheinlich die meisten von den Velofahrern, aber ich will dort nicht kein Urteil bilden. Das weiß man heute, ist so. Ist einfach tragisch, weil ich bin auch vor dem Fernsehen gesehen und habe die Kadenz gesehen, die er in den ersten Bergetappen angelegt hat und allen davon gefahren ist. Und ich habe dann dort auch ein bisschen mit der Nase gerümpft und dachte, nein, das ist ja nicht menschenmöglich. Weil ich bin auch im Velofahren nicht so leidzweg. Habe auch schon zwei, drei Pässe hintereinander gemacht. Und so meistens im zweiten, dritten Pass, da tut es einfach unglaublich weh. Und wenn man noch locker kann fahren und das jeden Tag, das ist schon eine Belastung, die halt nicht so normal ist. Aber wie gesagt, hast du auch schon mit Doping Kontakt gehabt? Ich musste auch in jedem internationalen Wettkampf Dopingkontrolle. Wie der Lance Armstrong auch, oder? Das, ich frage, ob du schon Kontakt gehabt hast, ob man es im Skizirkus einfach schon mal thematisiert hat. Das war sicher so. Ja. Es hatte mal einen Engländer, der gesperrt wurde, mal einen Österreicher. Und, aber die meisten, eigentlich, die waren, waren wegen einem Mittel, wegen Husten oder Erkältung, wo man halt, mit dem Mannschaftsarzt sollte das vorher abklären. Aber die kleinen Nationen haben keinen Mannschaftsarzt. Und dann kann es sein, dass man das Hustenmittel oder irgendetwas nimmt. Das ist mal ein Engländer passiert. Was du herausgefunden hast, du bist nicht der absolute Sympathieträger. Aber du kannst Leistungen bringen und bist besser als die anderen. Wie war das für dich? Das hat mich nicht interessiert. Nein, das war mir völlig egal. Und sonst hätte ich sicher ein paar Sachen anders gemacht. Okay. Also, wir haben ja so ein paar Geschichten. Zum Beispiel Brigitte Oertli erzählt Folgendes. Ich kann erzählen, als wir zusammen am Zürcher Skiverband waren. Und da haben wir schon einige Erlebnisse mit ihm gehabt, dass er am Morgen mit einem Kollegen früher aufgestanden ist und alle Brötchen vom Tisch gegessen hat. Also, ich kenne die Geschichte noch anders. Früher hat es noch so die Butterrolli gegeben. Du hast auch noch alle Butterrolli genommen. Also erstens einmal habe ich zum Morgen nie ein Brötchen gegessen, also da muss ich der Brigitte widersprechen. Und zweitens hat Butter zu viel Fett gehabt. Ich habe extrem auf die Ernährung geschaut. Ich habe jeden Morgen eigentlich nur Büchermüsli gehabt. Aber wie kommen denn die Geschichten zustande? Also ich meine, das erfindet man ja nicht. Der isst uns Butter und das Brot weg. Es kann sein, dass ich vielleicht einmal die ganze Butterschale versteckt habe und die ganze Brötchen. Also ich kann schon die anderen reizen, weil, wie gesagt, sie haben es mir nicht akzeptiert. Und dann hast du ja irgendwie einen Gegenpool aufbauen. Du hast einmal erklärt, was du überhaupt für ein Typ bist und wie du dich entwickelt hast. Hören wir uns das an, das ist ganz interessant. Man muss vielleicht auch wissen, dass ich relativ sensibel bin. Und dass ich an für sich ein Braver bin und fast zu brav eigentlich für den Spitzensport. Ja. Und dann zum Teil ist es bewusst gewesen, dass gewisse Trainer ein bisschen nicht so brav gewesen sind zu mir, um mich ein bisschen aggressiver machen. Das ist und nicht gelungen. Ich habe das dann mit der Zeit auch gemerkt und habe mich dann zu gewissen Teamkollegen auch nicht so brav verhalten, dass die zu mir auch ziemlich böse sind. Und das hat mich dann zusätzlich auch noch aggressiv gemacht eigentlich aufs Rennen hin. Das klingt fast schon, wie du das wider Willen gemacht hättest, aggressiv sein und böse sein. Wie wenn du das hättest müssen antrainieren? Ja, nein, das ist schon, wenn du nicht akzeptiert bist, ich kann ein Beispiel erzählen, du sitzt im Bus und der Kollege leert dir ein Bier in den Hals ab und lacht dazu und die anderen auch. Und was willst du denn machen? Dann machst du einfach Faust im Sack und denkst, ja, ja. Aber warum hast du das bei dir gemacht?
Ja, als Zürcher Unterländer. Roger, gang doch irgendwo in die Berge. Aber der Urs Lehmann, ist der Sunnyboy? Ja, schau jetzt, wenn er Sunnyboy ist. Ja gut, jetzt erfahrt er nicht mehr selber. Ja, aber schau jetzt, wenn er Sunnyboy ist und wenn er jetzt Mühe hat mit dem Präsidium von Swissgi, dass er alles kann unter einem... Unterländer. Sag mal, sind denn die heutigen Skifahrer zu brav, deiner Meinung nach, vor allem die Schweizer? Also ich möchte mal eins sagen, sie sind absolute Weltklasse. Was? Die Schweizer sind absolute Weltklasse. Sie fahren einfach hinten raus. Also man muss jetzt auch wieder sehen, schauen wir es doch mal an. Sie sind relativ gut gefahren an der WM-Abfahrt. Es waren 3 der ersten 10. Es hat keine andere Nation 3 der ersten 10 gehabt. Also, aber es fehlt ums Mühe. Bis jetzt Punkte in dieser Weltcup-Saison 96. Beste Schweizer, Carlo Jankow, Platz 37. Also unvorstellbar. Allein Marcel Hirsch hat 1135 Punkte. Wie, du hast vor der WM ausgerüstet wie ein Wald von Affen. Und jetzt ich habe nicht ausgerüstet. Ich habe gesagt, es ist traurig, um zuzuschauen. Und mir kommt es vor, wie die Schweizer Mannschaft, wie ein Bauer, der die falschen Körner gesät hat. Aha. Das heisst, im Frühling, wenn du das neue Material bekommst, dann musst du das Material abstimmen. Und wenn du das falsch abstimmst und auf dem nachher trainierst, dann kannst du im Winter nicht Rennen gewinnen. Und das haben die Schweizer gemacht. Auf die Nummer, du hast gesagt, es ist hoffnungslos, sie sollen so ans Meer gehen, sich erholen vor der WM etc. Und jetzt Tina Masi hat das gemacht. Sie ist 3 Tage ans Meer runtergegangen, ein Konditionstraining machen. Und hat immerhin schon 2 Medaillen gemacht. Aber jetzt Rang 6 bis 8, 6, 7, 8 in der Abfahrt. Wird jetzt in der Schweiz fast schon mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. In Österreich ist am 4. Platz in der Abfahrt, Königsdisziplin. Eine Katastrophe, eine Nation in Trauer. Ja, ich bin schlammig und es ist natürlich, der Sport in Österreich hat viel grösseren Stellenwert als in der Schweiz. In Österreich, wenn ich dort bin, dann bin ich überall Ehrengast. Und, dort bist du Ehrengast? Bin ich Ehrengast, und in der Schweiz? Ja, ich werde noch genug Orte eingeladen. Und warum ist sogar es so? Sogar du hast mich eingeladen. Stell ja klar, vor, ich habe eigentlich gehen, obwohl wir nicht im österreichischen Fernsehen sind. Aber warum meinst du, wirst du in der Schweiz so tief gehandelt? Ja, es ist allgemein an und für sich in der Schweiz ein bisschen problematisch. Das ist, wenn jemand Erfolg hat, dann kommt relativ schnell Missgunst. Und die Boulevardpresse berichtet auch lieber von einem Prominenten, der irgendwie irgendetwas Schlechtes gemacht hat oder etwas, das nicht ganz glauben. Das wollen die Leute eher hören, weil die Schadenfreude ist halt grösser als irgendwie. Ja, in Amerika ist es lässig, wenn irgendwie einer eine Million verdient oder irgendwie schafft im Beruf oder im Job oder weiß ich was. Da gibt es eine riesige Party. Und in der Schweiz ist halt alles bescheiden und alles ein dezent. Aber ich habe einfach das Gefühl, du hast mit aller Macht hast du versucht, so ein Charakter zu sein, das, was man heute nicht mehr sieht. Jank hat noch nie einen Satz gesagt, den man in Erinnerung behalten konnte. Du bist gejassen mit den Journalisten bis um 10:30 in der Nacht und dann bis nachts um 12 Uhr. Als du dann Trainer geworden bist, hast du das deine welche Fahrerinnen vorgeworfen, oder? Ja gut, das ist ich habe dort relativ sind ein großes Team gewesen. Nein, ich meine einfach das, was du gemacht hast, hast du als Trainer nicht mehr akzeptiert? Das stimmt nicht. Ich bin als Skirennfahrer bin ich eigentlich jeden Abend 10:30 im Bett gewesen. Und ich habe der Fahrerin noch gesagt, ich will nicht, dass sie in Ausgang geht bis am Morgen 1-2 und dass sie nicht Alkohol trinken, sondern dass sie sich vorbereitet auf das Rennen. Was sie dann nach dem Rennen machen, das ist mir dann gleich. Aber ich habe einfach das Gefühl, du hast so einen Drang gehabt, um zu zeigen, ich bin da, der Peter Müller. Und vielleicht am besten hat man das können sehen, Beaver Creek, Weltmeisterschaft, 2. Platz. Was macht der Peter Müller? Alle Aufmerksamkeit auf dich und nicht auf den Weltmeister. Da habe ich das Gefühl gehabt, was hast du da damit kompensieren? Also erstens bin ich ein Gambler und zweitens ist das ein Weg vom Rolf Knie. Das solltest du ja wissen, weil er hat mir für das ein schönes Bild gemalt. Und, das ist jetzt in einer Ausstellung im Seelisberg oben über mich. Und du machst eine Ausstellung über dich? Das macht man eigentlich nur mit Toten, wo man deine Skischuhe anschauen kann, deine Medaillen etc. Ja, bist du überhaupt schauen? Nein, das ist im Hotel ich will nie schauen. Ich will nie schauen. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Ein paar Skistöcke und ein paar Skischuhe anschauen. Dort hat es noch viel mehr. Ich weiss, Medaillen und Zeitungsausschnitte. Und offenbar eben auch noch ein Bild von Rolf Knie. Also, habe ich eben das Gefühl, krampfhaft versuchst du eben dein Image. Also erstens habe ich die Ausstellung nicht gemacht, sondern es wurde gefragt. Und die ist jetzt der Winter dort oben.
Und zweitens, du musst mir jetzt die Sachen unterstellen, die hin und vorne nicht stimmen. Aber, gut. Die Schweizer haben ja eine Medaille bis zum heutigen Tag bei den Frauen. Die Österreicher haben bei den Männern bis zum heutigen Tag keine Medaille gehabt. Ist das eigentlich gut für die Schweiz, wenn die Österreicher wenigstens keine holen? Also wäre noch viel schlimmer, wenn die jetzt alles wieder abräumen. Das wäre der grosse Horror. Also gut, wenn du den Medaillenspiegel anschaust, sind die Schweizer glaube ich, an 7. Stelle und die Österreicher an 8. Also die zwei letzten Plätze. Also das kann sie nicht sein für beide Nationen. Eben. Es ist an und für sich traurig, aber es ist jetzt so. Und es kommen noch ein paar Disziplinen, die für die Österreicher gut sind, ja. Für uns eher weniger gut. Und von dem her wäre es Zeit, dass wir in der Schweiz eigentlich das ganze Nachwuchskonzept überdenken und dort neue aufgleisen. Aber wenn man jetzt sieht, Slowenien, Kroatien, Norwegen, Finnland, Amerika, Kanada etc., da kommen plötzlich Fahrer, die vorne reinfahren. Ist das eine ganz grosse Veränderung jetzt, im alpinen Skisport? Also das sind meistens, natürlich, die Amerikaner haben eine starke Mannschaft bei den Damen und bei den Herren. Und, wir haben auch dort, wo viele mit Leidenschaft dahinter sind, sind auch der beste Techniker, kann man sagen. Also, Ted Ligety ist natürlich ein Genuss zum Zuschauen. Und solche Gefahren haben wir momentan leider nicht. Das heisst, der Einzige, den wir hatten, ist jetzt verletzt. Beat Feuz, welcher können Schub geben letztes Jahr, oder auch eigentlich um die gesamte Welt gefahren ist. Wir hoffen auch, dass er wieder auf die Beine kommt und dann sieht es nächstes Jahr schon wieder besser aus. Aber hinten raus, da müssen wir etwas machen. Bei unserer Jugend, die sollte mehr Sport treiben, sollte Motivation sein. Eben, aber 80% vom Kanton Bern, von den Jugendlichen, habe ich jetzt gelesen, haben gar keine Skiausrüstung mehr. Es ist nicht mehr Mode. Ja, aber ich habe ja gesagt, an und für sich sollte alle Jungen sollten alle Sportanlagen öffentlich sein. Das heisst, jeder Skilift soll gratis sein für die Jungen. Jede Turnhalle sollte offen sein, jeder Fußballplatz sollte offen sein. Dass die Jungen sich einfach wieder mehr bewegen, wenn die Eltern schon zu wenig Sport machen. Du sagst immer, die Jugend ist verweichlicht. Das sagst du seit 20 Jahren. Ist jetzt noch verweichlichter als vor 20 Jahren? Ja, wenn ich sehe, wie die Jungen, wenn es ein bisschen regnet, wie die in die Schule gefahren werden oder wie viele Schulbusse das untereinander sind. Und früher noch haben halt die Leute müssen zu Fuß in die Schule. Oder? Marcel Hirscher zum Beispiel. Der hat in einer Alp oben gewohnt und der ist jeden Tag 50 Minuten ist das Tal abgesäckelt und nachher wieder heim. Das gibt eine Grundkondition, die kannst du nachher nicht mehr antrainieren. Also, schauen wir doch mal etwas Schönes an. Schauen wir an, wo Schweizer noch gewonnen haben. 1987, Grand Montana. Grosser Moment. Peter Müller in der Hocke im Zielschuss. 2:08:13 die Bestzeit. 2:07:80. Bestzeit für Peter Müller. Das ist grossartig. 33 Hundertstel Sekunden. Alles hat sich geändert, nur der Matthias Hüpp ist noch dabei. weißt du noch die Mannschaftsleistung der Schweizer dort? Ja, selbstverständlich. Ja. Wir sind 5 Schweizer in der ersten 6 gewesen. Kann man sich das heute überhaupt noch vorstellen? Also, wenn man jetzt sieht, eben, man ist für einen 6. Platz ist man schon fast begeistert. Und das war dort der Letzte von dem ganzen Team. Heute ist es der Beste und man freut sich. Es wäre sicher möglich, aber da braucht es wieder einen Ruck. Und wie gesagt, der Auslöser von dieser Mannschaftsleistung sitzt vis-à-vis von dir. Darf ich schon mit allen Bescheidenheiten wohl sagen. Bist du? Weil die anderen haben richtig müssen trainieren. Mhm. Die sind zuhause ausgelacht worden und gesagt, nein, also, es kann ja nicht sein, dass ein Zürcher schneller ist als du. Und die haben dann angefangen, richtig zu trainieren. Also du hast das im Prinzip eigentlich gemacht. Ist denn die Konkurrenz innerhalb des Teams ganz wichtig gewesen? Also die war natürlich schon wichtig, weil da hat es ein paar mit Ecken und Kanten, so wie ich auch. Und die haben auch wollen gewinnen. Und sonst sind sie halt auch nicht gerade so begeistert einmal heimgegangen und haben dann auch schon auf dem Heimweg überlegt, was könnte ich denn noch machen. Oder? Aber warum ist jetzt der Axel Lund Svindal aus Norwegen, der kein Team hat, es gab nur ein Zweierteam, ist mit Abstand eigentlich der beste Abfahrer, der eben diese Konkurrenz gar nicht spielen kann? Ja, aber der Axel und Swindle ist auch vom Typ her einer, wo, wenn der sich etwas in den Kopf hineingesetzt hat, dann setzt er alles in Bewegung. Oder hört er nicht mehr, was links und rechts um ihn herum passiert. Und der hat halt gewisse Eigenschaften, auch skifahrisch, skitechnisch, athletisch, absolut top. Da sieht man keinen in der Schweiz, der ähnlich ist. Ja, gerade in dieser Konstanz ist er sicher mit dem Marcel Hirscher und Ted Ligety der Beste in dieser Saison. Und der wird sicher auch in den ersten 3 im Gesamtweltcup-Turm sein. Ist denn richtig, dass man so ein grosses Team mitgenommen hat, unter anderem Leute, die überhaupt noch nichts zeigen? Könnte man ja denken, eben Leute, die bis jetzt noch nie ein Resultat gemacht haben in dieser Saison, holen die Medaille. Also irgendwie jeder kann gewinnen, hat man fast das Gefühl.
Also ich hätte jetzt mehr auf die Jungen gesetzt. Ja. Ich hätte, wir haben zum Beispiel Nils Manni, der im Europacup sehr gut gefahren ist. Dann haben wir dort zwei, drei, also wir haben den Europacup-Abfahrt gehabt mit drei Jungen, die die ersten drei Plätze gewonnen haben. Wieso nicht den Jemi mitnehmen? Aber hätte man die einsetzen können? Die hätte man sicher können einsetzen können. Oder immerhin im Abfahrtstraining hätte man qualifizieren können. Und dann hätte man zeigen was sie können. Okay, aber die ganze Verbandsspitze hat ja eigentlich schon kapituliert vor dieser WM. Hören wir es doch uns mal an. Es wird immer schlimmer. Das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist sicherlich nicht vorhanden. Das spürt man auch von außen. Und dann kommt das auch so herum, dass das Feuer auch gar nicht mehr da ist. Wenn die Saison mal läuft, dann kann man nicht mehr das Rad um 180 Grad umdrehen. Außer das gibt einen Nextplan und das Prinzip Hoffnung. Und wir leben nicht nach dem. Nicht nach dem Prinzip Hoffnung, hat eigentlich schon aufgegeben. Hat er jetzt damit den Druck weggenommen? Hat eben noch möglich, dass man einigermaßen vorne reingefahren ist? Oder ist das die falsche Haltung? Das würdest du so nie sagen, oder? Also, wenn ich in dieser Position wäre, dann wäre die Mannschaft wahrscheinlich. Also, darf ich schon sagen. Also mir würde das auffallen, oder schon im Sommer wäre ich im einen oder anderen Trainingslager dabei und dann, dass wir dort den Hebel noch umlegen könnten. Mhm. Aber wie gesagt... Aber dich fragt ja niemand. Das ist... Eben, aber das, das ist ein total anderes Thema, oder? Nein, aber du sagst, du tust dich immer indirekt noch ein bisschen anbieten, dass du auch eventuell wieder könntest dir eine Rolle vorstellen. Das stimmt nicht, das hast du jetzt gesagt. Nein, also ja, ich habe da ein Interview gesehen und gesagt, ja, man kann sich's überlegen, etc. Jetzt bist du Journalist und du sagst im Gegensatz zu... Nein, ich bin nicht Journalist, ich bin Kolumnist. Das ist ein riesen Unterschied. Erstens habe ich keine Ausbildung als Journalist, zweitens will ich das nie selber sagen, sondern ich mache Kolumnen, die gern gelesen wird, aber das ist mir zur Unterhaltung. Gut, aber du sagst im Gegensatz zu diesen Skisportjournalisten, inklusive Bernhard Russi, die alles immer schön reden, du sagst die Wahrheit. Das stimmt, ja. Eben. Und das kommt relativ gut an. Mhm. Weil, aber wieso machen es die anderen nicht? Einfach, weil sie zu nahe dran sind? Es ist vielleicht... vielleicht will der eine oder andere nicht mehr zu Abend ein Bier trinken und kann nicht mehr in andere die Augen hineinschauen. Und das finde ich auch für sich schade. Weil man kann ja nur etwas ändern, wenn man versucht, die Wahrheit eigentlich herauszufinden. Und kann dann die Schlüsse darauf reagieren. Also man kann jetzt auch nicht schön reden und sagen, es ist alles schön und man macht mit dem gleichen Team weiter. Also ich warte jetzt schon mit von Swissgi, dass das neu aufgeleistet wird, auch mit dem Nachwuchs. Oder? Ja. Jetzt ist der Beat Feuss nicht nur verletzt, sondern man hat gesagt, er sei noch falsch behandelt worden. Ist das in der heutigen Zeit einfach noch denkbar, dass man einen während Monaten falsch behandelt? Das hat mich sehr überrascht. Ja gut, ich war dort nicht dabei. Ja. Und anscheinend hat es einen Infekt gegeben in diesem Knie. Und anscheinend ist das Knie ein bisschen zu fest fit gespritzt worden im letzten Winter. Mhm. Aber da ist der Athlet immer noch selber zuständig, ob er sich fit spritzen will. Aber du hast vielleicht einmal im Chance Gesamtweltcup gewonnen. Und dann ist halt die Versuchung relativ gross. Wie sind eigentlich deine Knie? Man hört immer wieder von mehr Knieschäden und so. Bist du Sportinvalid? Hast du dich auch nicht operieren lassen, oder? Ja, ich habe auch mein Knie zertrümmert. Ja. Und, was ist denn passiert? Ja, es hat geheißen, ich könnte mein Leben nie mehr Sport treiben. Hast du einen künstlichen Teil drin? Nein, ich habe eigentlich noch alles und in Ordnung. Und ich glaube, auch dank, dass ich regelmäßig Sport mache, ist es noch einigermaßen gut. Aber das Knie wird dort strapaziert. Das kannst du noch machen ohne Schmerzen. Oder nimmst du auch dort die Schmerzen in Kauf, wie du immer in Kauf genommen hast? Also nein, ich versuche schon nicht zu viele Drehbewegungen machen, weil ein Teil des Meniskus fehlt. Und, dann ist natürlich eine Arthrose, wie gesagt, das weiß man nicht. Aber ich habe relativ stabile Knochen und von dem her bin ich froh, dass ich bis jetzt noch relativ viel Sport mache. Viele sind ja Sportinvalid und so. Was ist eigentlich das, was du noch gerne gehabt hättest in deiner Karriere, die nie eingetroffen ist? Soll ich so sagen? Klar hätte ich gerne noch die Olympiagold. Genau, zwei Silber. Knapp daneben, oder? Das ist schade, oder? Ja, gut, das ist einmal ist eine riesige Überraschung gewesen, weil dort hatte ich Probleme gesundheitlich gehabt und das andere Schneesturm immerhin ist eigentlich eines von meinen besten Rennen oder wenn nicht das beste Rennen, wo ich gefahren bin und jedem anderen Rennen hätte das eigentlich gelangt, aber dann, wenn das Wetter wechselt und schöner wird von der Piste her. Der Biermann ist auch super gefahren, muss man auch sagen. Ja. Und von dem her ist der Schnee von gestern, aber das ist klar. Das wäre der schönste Moment. Was war der schlimmste Moment von deinem Leben? Oder öffentliches Leben? Also ich rede jetzt nicht über das Private und über das Geschäftliche. Lassen wir einfach mal aus.
Ja, heute Abend ein Interview mit dir. Nein, soll ich dir sagen, was? Schauen wir uns alles an. Ich bin mit Durchblick ein grossartiges Ereignis heute. Das ist doch sensationell. Ja, oh, dann fangen wir noch mal an. Hure Sieg. Hure Leli. Ihr mit Durchblick. Ja, das ist doch super. Ich bin nachher mit dem Mais getrunken und er hat nachher gesagt, ja, weißt, du musst verstehen, ich bin da ein bisschen zum Spass dabei und ich nehme das nicht so ernst. Und ich habe gesagt, Hans, hey, kein Problem, wir haben zusammen ein Bier getrunken, das ist in Ordnung. Da lachen ja jedes Jahr lachen da wieder ein paar hunderttausend Schweizer. Genau. Ist ja schön, oder? Wie heute Abend auch. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sehr interessant, wenn wir schauen, wie die WM noch weitergeht. Und morgen Abend übrigens dann der Rücktritt vom Papst im Club. Aber das gibt es bereits schon in einer Einschaltsendung nach dieser Sendung, der deutsche Papst. Sicher sehr spannend. Auch diese Sendung gibt es wieder nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.